Hi, mein Name ist Marie Themel. Ich bin 17 Jahre alt und Aktivistin bei Fridays for Future. Und ich werde euch jetzt einen offenen Brief vorlesen, der an die EU adressiert ist und von 4 Klimaaktivistinnen geschrieben wurde. Die 4 Autorinnen sind Greta Thunberg, Anuna De Wever, Luisa Neubauer und Adelaide Charlier. Der Brief wurde bereits von etlichen bekannten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio und Billie Eilish unterzeichnet, aber auch viele AktivistInnen und WissenschaftlerInnen haben den unterstützt. Und ich fange jetzt an, den vorzulesen. Euer Bestes zu tun ist nicht mehr gut genug. Die EU muss jetzt das scheinbar Unmögliche tun. Das sind die Forderungen unseres offenen Briefs. Stoppt sofort alle Investitionen in die Erforschung und Förderung fossiler Brennstoffe. Stellt unverzüglich alle Subventionen für fossile Brennstoffe ein und sorgt für eine vollständige und sofortige Abkehr von fossilen Brennstoffen. Die Mitgliedstaaten sollen sich dafür einsetzen, dass Ökozid beim Internationalen Strafgerichtshof als internationales Verbrechen anerkannt wird. Inkludiert Gesamtemissionen in alle Daten, einschließlich Verbraucherindex, internationale Luftfahrt und Transport. Beginnend mit heute, etabliert jährliche bindende CO2-Budgets basierend auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und dem Budget des IPCC, welches uns eine 66-prozentige Chance gibt, den globalen Temperaturanstieg unter 1,5 Grad zu halten. Auch der globale Aspekt von Gerechtigkeit, Kipppunkten und Rückkopplungsschleifen soll mit einbezogen und nicht von Annahmen über mögliche zukünftige Technologien abhängig gemacht werden. Gewährleistet und sichert Demokratie. Gestaltet Klimakonzepte, die die ArbeitnehmerInnen und die Schwächsten schützt und alle Formen der Ungleichheit verringert. Behandelt sowohl den Klimanotfall als auch den ökologischen Notfall als solchen. Wir verstehen und wissen sehr gut, dass die Welt kompliziert ist und dass das, was wir fordern, nicht einfach ist. Die zum Schutz der Menschheit notwendigen Veränderungen mögen sehr unrealistisch erscheinen. Jedoch ist es viel unrealistischer zu glauben, dass unsere Gesellschaft in der Lage wäre, die globale Erwärmung, auf die wir zusteuern, und auch andere katastrophale ökologische Folgen des heute als normal anerkannten Businesses zu überleben. In den letzten Monaten hat die Welt mit Schrecken zugesehen, wie die Corona-Pandemie Menschen auf der ganzen Welt getroffen hat. Während dieser Tragödie haben wir gesehen, wie sich viele, nicht alle, Staatsoberhäupter und Menschen weltweit ein Herz gefasst und für das Wohl der Gesellschaft gehandelt haben. Es ist jetzt deutlicher denn je, dass die Klimakrise nie wie eine Krise behandelt wurde, weder von der Politik noch von den Medien, der Wirtschaft oder der Finanzwelt. Und je länger wir so tun, als befänden wir uns auf einem sicheren Weg, die Emissionen zu senken und als seien die zur Vermeidung der Klimakatastrophe erforderlichen Maßnahmen im heutigen System verfügbar oder als könnten wir eine Krise lösen, ohne sie als solche zu behandeln, desto mehr kostbare Zeit verlieren wir. Es gibt eine weitere Sache, die jetzt offensichtlicher ist als je zuvor. Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit können nicht erreicht werden, solange wir die sozialen Ungerechtigkeiten und die Unterdrückung bestimmter Personengruppen, die die Grundlagen unserer modernen Welt gelegt haben, weiterhin ignorieren. Egal, ob es der Kampf für soziale, ethnische, ökologische Gerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit, Geschlechtergleichheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechte von UreinwohnerInnen oder LGBTQ+-Personen, Redefreiheit oder Pressefreiheit oder der Kampf für ein funktionierendes, ausgewogenes, wohlbefindenförderndes und lebenunterstützendes System ist. Solange wir keine Gleichheit und Fairness haben, haben wir nichts. Wir müssen nicht wählen, welche Krise wir bevorzugt behandeln wollen, denn alle diese Krisen hängen miteinander zusammen. Als ihr das Pariser Abkommen unterzeichnet habt, hat sich die EU dazu verpflichtet, die Rolle des Vorreiters zu übernehmen. Die EU hat die wirtschaftliche und politische Möglichkeit, dies zu tun, und somit ist es auch unsere moralische Verantwortung. Jetzt müsst ihr eure Versprechen auch tatsächlich einhalten. Eine Netto-Null-Emission bis 2050 für die EU sowie auch für andere finanziell glückliche Teile der Welt kommt einer Kapitulation gleich. Dieses Ziel basiert auf einem CO2-Budget, das nur eine 50-prozentige Chance bietet, die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen.
Das ist nur ein statistischer Münzwurf, der nicht einmal alle der Schlüsselfaktoren berücksichtigt, wie den globalen Aspekt der Gerechtigkeit, die meisten Kipppunkte und Rückkopplungsschleifen, sowie die bereits vorhandene Erwärmung, die durch die Luftverschmutzung verdeckt wird. In Wirklichkeit ist die Wahrscheinlichkeit also viel geringer als 50%. Und weit entfernte Emissionsziele werden nichts bedeuten, wenn wir das CO2-Budget, das für heute und nicht für die Zukunft gilt, weiterhin einfach ignorieren. Über ein EU-Investitionsprogramm der nächsten Generation zu sprechen und gleichzeitig die Klimakrise und das wissenschaftliche Gesamtbild weiterhin zu ignorieren, ist ein Verrat an allen nächsten Generationen. Die Wissenschaft sagt uns nicht genau, was wir tun sollen, aber sie liefert uns Informationen, die wir studieren und auswerten können. Es liegt also an uns, diese Punkte zu verbinden. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir werden bei eurem extrem unverantwortlichen Spiel nicht mitspielen. Das unzureichende Budget von 50% ist Aufgeben gleichzusetzen und das ist keine Option für uns. Natürlich begrüßen wir nachhaltige Investitionen und Konzepte, aber ihr dürft keine Sekunde glauben, dass das, was ihr bisher diskutiert habt, auch nur annähernd ausreicht. Wir müssen uns dem großen Ganzen stellen. Wir befinden uns in einer existenziellen Krise und aus dieser Krise können wir uns nicht herauskaufen. Der Versuch, ein Wirtschaftssystem zu retten, das darauf aufgebaut ist, die Klimakrise zu befeuern, um sich Klimaschutzmaßnahmen leisten zu können, ist genauso absurd, wie es klingt. Unser System ist nicht kaputt. Das System tut genau das, was es tun soll und wozu es bestimmt ist. Es kann nicht mehr repariert werden. Wir brauchen ein neues System. Für die Zukunft müssen sichere Lebensbedingungen auf der Erde, wie wir sie kennen, jetzt gewährleistet werden, nicht in ein paar Jahren, sondern sofort. Und das muss einen wissenschaftlich fundierten Weg mit einschließen, der uns die bestmögliche Chance gibt, den globalen Temperaturanstieg unter 1,5 Grad zu halten. Wir müssen der anhaltenden Ausbeutung und Zerstörung unserer lebenserhaltenden Systeme ein Ende setzen und zu einer vollständig dekarbonisierten Wirtschaft übergehen, in deren Mittelpunkt das Wohlergehen aller Menschen und das der Natur steht. Würden alle Länder ihre Emissionen dem eigens gesteckten Ziel entsprechend senken, würden wir immer noch auf einen katastrophalen globalen Temperaturanstieg von mindestens 3 bis 4 Grad zusteuern. Die Menschen, die heute an der Macht sind, haben die Möglichkeit, den kommenden Generationen eine menschenwürdige Zukunft zu übergeben, praktisch schon aufgegeben. Sie haben aufgegeben, ohne es auch nur versucht zu haben. Die geplante weltweite Produktion fossiler Brennstoffe bis zum Jahr 2030 liegt 120% über dem, was mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbart wäre. Diese Rechnung geht einfach nicht auf. Wer den SR1.5-Bericht des IPCC und den UNEP Production Gap Report sowie das, was ihr im Pariser Abkommen unterschrieben habt, liest, kann selbst als Kind verstehen, dass die Klima- und Ökokrise mit dem heutigen System nicht gelöst werden kann. Und das ist nicht länger eine Meinung, sondern ein Fakt, der auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft basiert. Denn wenn wir die Klimakatastrophe vermeiden wollen, müssen wir es möglich machen, Verträge zu zerreißen und bestehende Deals und Abkommen aufzugeben und das in einem gewaltigen Ausmaß, welches im heutigen System politisch, ökonomisch und rechtlich nicht möglich ist. Um die globale Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten, sind die kommenden Monate und Jahre essentiell. Die Uhr tickt. Euer Bestes zu tun ist nicht mehr gut genug. Ihr müsst jetzt das scheinbar Unmögliche tun. Und auch wenn ihr vielleicht die Möglichkeit habt, die Klimakrise zu ignorieren, wir haben diese Option nicht. Eure Kinder haben diese Option nicht. Im Moment gibt es keinen Ort auf der Welt, an dem Kinder einer Zukunft mit sicherer Umwelt entgegenblicken. Dies ist und wird für den Rest unseres Lebens die Realität sein. Wir fordern euch dazu auf, euch jetzt sofort mit der Klimakrise auseinanderzusetzen.